Also, okay, lass uns da mal reinsteigen. Wait! Es ist ein Albtraum fertig! Tag. Schönen guten Tag. Sind wir denn schon 18? Wissen Sie was? Warum nehmen Sie nicht diesen Apfelsaft und schieben Sie es sich in den Treuepunkte? Ja gut. Hallo? Hab gesagt hallo. Hallo? 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 Liebe Affen, euer König ist erwacht. Yeah. Und heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hello Beta. Wer ist Petra? Eines der letzten noch unergründeten Rätsel, die die Alpha 4 als tiefe Narbe in unserem Herzen hinterlassen hat, ist die Frage, ob es nicht noch mehr Albtraumsequenzen gibt. Und ganz genau diesem Rätsel werden wir heute auf den Grund gehen. Doch Moment! Was sehen meine vollkommen übermüdeten Augen denn da? Wait. Wir sind überhaupt nicht weggefahren. Wir haben nur mal einen kleinen Ausflug zum Strand gemacht oder so. Ach, jetzt ergibt das natürlich alles Sinn. Nein, das ergibt fucking keinen Sinn. Unser Haus sieht definitiv genauso aus wie... unser Haus. Aber noch ausgestattet hier mit so einem kleinen extra Folterkämmerlein. Für die ganz intimen Abende zu zweit. Beziehungsweise dann später alleine. Aber gut, wir sind immerhin nicht obdachlos. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Okay, wir sind es wahrscheinlich bald, weil wir die Türe nicht schließen können. Aber dies, liebe Leute, soll nicht zu unseren heutigen Tagesaufgaben gehören. Denn wir wollen mal nach... Bisschen erschrocken habe ich mich gerade, Baby. Bisschen erschrocken. Nachschauen, ob wir einen Weg in die oberen Etagen finden und von dort aus vielleicht zu einer weiteren Albtraumsequenz kommen. Ich habe hier und da schon ein bisschen was gehört. Und wir haben uns gefragt, ob bei diesem Rutschelevel eventuell hinter dieser Tür nächste Albtraumsequenz liegt. Und das würde ich gerne mal herausfinden. Und wenn nicht, schaue ich mich natürlich gerne ein bisschen weiter um. Psst, Leute. Ganz vorsichtig, ganz sachte. Macht bitte keinen Ton. Oh, rein! Alter Schwede. Was macht der da? Der räumt auf. Jetzt nicht, die Geuchen. Jetzt nicht. Komm, geh ins Bad, deine Kinnhaare zuppeln. Jetzt. Das ist genau das, was du jetzt tun solltest. Ist die Luft rein? Oh, er hat gewütet. Ah, hoffentlich wütet er nicht in meinem Gesicht. Nein! Der ist dumm wie Brot. Ah, du hast einen IQ von 180.000, mein Lieber. Ich bin sehr beeindruckt. Okay, Freunde, ich glaube, der ist draußen. Ich glaube, der ist draußen. Das ist unsere Chance. Yay, yay. Okay, alles wie gehabt. Alles wie eingeprobt. Wir müssen jetzt hier das Ding, glaube ich, öffnen. Wow, das sieht irgendwie alles verdammt anders aus. Moment mal. Ich muss erst mal dahinter gucken. Um dann zu schauen... Nein, hoch, hoch, hoch. Yes, the master. So, und jetzt, glaube ich, war das Bild hier. Oh, wow. Ich hab's anscheinend immer noch drauf. Ist in Ordnung, lieber Seth. Yes! Der Weg in die oberen Etagen ist frei, liebe Freunde. Wir sind unserem Ziel so nah. So nah. Aus dem Weg. Ah, verdammt. Okay, hier war das, oder? Ich hab doch keine Knarre. Das heißt, mir kann nichts passieren. Können wir jetzt... Bitte hier rein. Dankeschön. Oh Gott, er kommt. Nein, er kommt nicht. Alles klar. Fuck! Jetzt müssen wir das noch aufkriegen. Shit. Okay, vielleicht schaue ich mal ein bisschen weiter. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge das Gewehr bekommen. Fangen wir auch mal ganz langsam und klein an und versuchen erstmal, wie immer, den Magneten und den grauen Schlüssel, den man zum Anfang bekommen sollte. Alter, ich dachte, der steht gerade hinter mir. Ich habe schon sein Bärtchen in meinem Nacken kitzeln gehört. Selbst gehört ist das richtige Wort. Verdammt! Oh, jetzt! Immer wieder ein Erlebnis. Okay, jetzt kriegen wir den Magneten und mit dem kommen wir an den Schlüssel. Sehr gut. Okay, Moment, Leute, ich brauche gar nicht den Schlüssel, um in diesen Raum hier zu kommen. Ich kann das doch einfach von hier aus machen, über das Fenster. Das ist ja eigentlich ziemlich genial, weil ich glaube, der Typ kommt hier nicht rein. Du passt auf jeden Fall auf, mein Freund, ja? Ich bitte dich. Jetzt müssen wir nur noch hier unseren mega geil... Oh Gott! What the fuck?
zum Teufel, Alter? Der kommt ja jetzt überall hin. Das ist ja abgefuckt, Mann. Das ist, by the way, auch gar nicht so einfach, da jetzt wieder rein und vor allem hochzukommen, weil der Typ mit jedem Update gefühlt viel aggressiver wird, viel mehr kann und auch viel zu schlau ist, als dass man das irgendwie schaffen könnte. Aber, liebe Leute, ich bin bewaffnet mit einer Höllenpotte und ich werde sie benutzen. Damit hätte er nicht gerechnet. Nimm dies! Ja, sag ich doch. Nimm dies. Oh mein Gott, er hat die ganze Elektronik ausgefahren. Fuck my life. Hoffentlich bleibt das das Einzige, was er ausgefahren hat. Oh, da wäre ich ja schon glücklich. Hoch, hoch. Da rein. Der findet jetzt viel mehr Wege. Halt dein Maul da. Danke sehr. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht nicht ganz so laut. Das hört er eventuell, aber auch nur eventuell. Ich kann es nicht genau sagen. Ah, hi. Grüßt euch. Na, alles fresh? Da kann ich doch drüber springen, oder? Au. Ja, gut gemacht, Seth. Das wäre ein Platz 1 beim Sportfest. Warte mal. Ja, soll er doch kommen. Soll er kommen. Warte mal, ich sperre alles ab hier von jeder Seite. Du kannst mir nicht anhaben, mein Freund. Kommst du jetzt mal? Warte mal, was ist denn? Was ist, der läuft definitiv in die Falle, oder? Ich glaube, der ist draußen gerade. Okay, ja. Er geht seinen Rasen umpflügen. Oh. Wie kommt denn das hier hin? Wait. Warte mal, was geht hier überhaupt ab in diesem Haus, sagt mal. Also irgendwie ist, geht ja nicht mit rechten Dingen, so wollte ich mal sagen. Oh, fucking hell. Hi, hi, nein, oh mein Gott, wie schlau der ist. Der rennt nicht mehr an seine eigenen Fallen. Gott verdammt, ich wollte das. Ich wollte so unbedingt, ich wollte ihm richtig besorgen. Ich wollte dich richtig verstümmeln. Aber ich bin einfach unfähig. Okay, Leute, ich glaube, hier kommt er nicht hoch. Wenn, dann fresse ich den sagenumwobenen Besen, den ich mir schon diverse Male reinziehen wollte. Oh mein Gott, wir können jetzt hier echt die Tür aufmachen. Also, okay, 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 lass uns da mal reinsteigen. Wait! Es ist ein Albtraum fertig! Oh mein Gott, tatsächlich? Was zum Teufel? Nein, ich sammle keine Treuepunkte. Nein, ich möchte nicht schon wieder Dessertschalen gewinnen. Verschonen Sie mich. Oh geil, kann man damit jetzt fahren? Ich will da reinsteigen. Bitte, ja. Los, schiebt mich mehr. Mama! Das ist ja krass. Was geht denn hier? Oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, ihr werdet mich nicht kaufen. Ich bin nicht im Sonderangebot und ich schmecke recht furchtbar. Ich bin schon abgelaufen. Weg mit euch. Was zum Teufel ist das? Das ist ja voll krass. Und ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Nein, warum geht das nicht? Ah, das sieht aber so aus, als würde es gehen. Okay, okay, wir müssen dahin. Da ist Exit, oder? Da ist Exit. Was zum Teufel, Alter. Boah, ich muss mich hier mal noch richtig umsehen. Wie abgefahren ist das denn bitte? Moment, Moment, Moment. Hier lang, hier lang, hier lang, oder? Okay, okay, das war nicht der Ausgang. Wie kommt man denn da hin? Ja, hier ist, hier ist die Kassiererin. Hi, darf ich bitte auschecken? Bitte, 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 bitte. Darf ich? Oh mein Gott. Aber da muss ich hoch, oder? Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss ein bisschen was... Oh, da auch. Oh, da, aua. Wow, okay. Das war offensichtlich nicht der Deal. Ist in Ordnung. Ich habe wahrscheinlich zu wenig bezahlt. Ich tue einfach so, als wäre ich einer von ihnen. Ich erwecke gar keine Aufmerksamkeit. Mist, das klappt nicht. Scheiße. Boah, das sieht so krass gemacht aus. Ich feiere ja diesen Artstyle von dem Game hier total. Ich glaube, ich muss hier drauf, oder? Das. Nicht ganz so, Seth, nicht ganz so. Kannst du es ja gerne nochmal probieren. Der Versuch war schon mal nett. So, darf ich jetzt bitte auschecken? Hallo? Hallo? Okay, aber ich kann doch auch dadurch. Warum habe ich denn das jetzt machen müssen? Ich weiß es auch nicht. Ich dachte einfach, das wäre die Lösung. Wow, okay. Ich hätte da gar nicht drauf springen müssen. In Ordnung, Lady. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, was habe ich denn jetzt geschafft? Es offensichtlich... Wow. Wow, 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 darauf war ich nicht vorbereitet. Okay, ich habe offensichtlich es geschafft. Ist in Ordnung, ich verpisse mich jetzt mal hier in den Schrank. Da wird er nie drauf kommen. Okay, geil gemacht. Neue Albtraumsequenz. Ich weiß zwar nicht warum, wir haben jetzt dafür keinen Schlüssel gebraucht, sondern das war einfach absolut total random.
Wir wissen jetzt aber, was es mit diesem Supermarkt auf sich hat. Das ist auch eine der Erinnerungen, die fehlt im, ja, Gedächtnis von uns, im Gedächtnis des Nachbarn. Wir werden sicherlich noch herausfinden, wenn die Vollversion dann endlich da ist und uns hoffentlich die Antworten bietet, die wir suchen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir versuchen bis zum Ending zu kommen. Wir haben jetzt hier schon eine große Neuheit gesehen, die ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt schon eine komplett neue Sequenz reinbauen, sondern erst dann später. Es gibt vielleicht noch eine, ich weiß es nicht. Mal schauen, liebe Leute. Okay, danke euch fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.